gerade mitten im Zell am See, am Ufer des Zellersees. Und jetzt geht es hinaus auf den See. Wir haben uns nämlich hier schon unser Boot gechartert und wir fahren gleich mit der Princess da in Richtung Seemitte. Es ist heute nämlich ziemlich sonnig und wir dachten uns, wir nutzen das sonnige Wetter ein bisschen aus und verbinden das mit ein bisschen Spaß auf dem Wasser. Vielleicht habt ihr Tipps, was ihr an besonders heißen Tagen immer so macht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Und wir nehmen euch jetzt mit auf Bootsausfahrt. Felix ist ja auch mit dabei. Felix fährt auch mit, oder? Hast du Lust, Felix? Ich steig ein, wenn ich darf. Ja, auf geht's. Ja, ein bisschen wackelig hier heute, aber ist richtig cool. Wir haben ja auch den Luxusliner gemietet. Wir haben nämlich eine Sonnenliege mit dabei. Da können wir es uns nachher so richtig schön gut gehen lassen. Vielleicht springt Marlene gleich auch noch ins Wasser. See. Da hinten könnt ihr einige Segelboote noch sehen. Wir sind schon an dem einen oder anderen Kiter vorbeigekommen. Es gibt Tretboote hier auf dem Wasser und eben haben wir sogar ein Stand-Up-Paddleboard überholt. Da war ich ja ein bisschen überrascht, weil es ist schon ziemlicher Seegang hier. Also ich meine, unser Boot steckt das natürlich locker weg. Ich düse hier auf dem See mit Höchstgeschwindigkeit entlang und Felix entspannt. Wie kalt ist das Wasser eigentlich? Sehr kalt. Nein, eigentlich ist es gar nicht so kalt. Ich bin richtig schlecht darin, eine Wassertemperatur zu schätzen. Ich würde sagen so 19 Grad, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Also, aber es ist gar nicht so kalt. Na dann. Du meinst, ich sollte schwimmen gehen? Wollt ihr das wirklich sehen, liebe Zuschauer? Ja, okay. Dann gehen wir mal schwimmen. Es ist ja heute so ein schöner Tag, da kann man das mal machen. Wir haben ja auch nichts mehr vor. Vor diesem Panorama? Wow! Das sah gut aus. Es ist richtig kalt. Also ich fand es schon draußen nicht so arg warm. Guck mal, Gänsehaut. Ich komme gleich wieder rein. Aber für diese Aktion möchte ich von euch jetzt bitte ein Gefällt mir unter dieses Video haben. Auf jeden Fall. Und auch für dieses Panorama. Und ich habe hier so eine coole Hängematte und habe mir jetzt auch ein bisschen Entspannung verdient. Schließlich bin ich ja die ganze Zeit fleißig Boot gefahren. Wenn euch aber gefallen hat, wie ich gefahren bin, dann hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir oder drückt direkt auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier kommt ihr zu den nächsten Videos. Bis dann! Oh, es ist mir fast rausgefallen.